Hallo Freunde der Programmierung und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Ich werde euch heute etwas erklären, was eine Klasse denn eigentlich ist und wie man sie erstellt und verwendet. Ja, als erstmal, was ist eine Klasse überhaupt? Eine Klasse ist, man kann sich das vorstellen wie ein Bauelement, das in einem Baukasten liegt und aus dem man Dinge zusammenbauen kann. In C-Sharp. C-Sharp ist eine sogenannte objektorientierte Sprache, wo eben diese Objekte, also Klassen, verwendet werden. Wir sehen hier in diesem Codeblock, der generiert wurde, auch schon eine Klasse, nämlich diese Programmklasse. Die wird einfach vorher erstellt und sie heißt Programm. Und im Grundsatz ist alles im .NET Framework eine Klasse. Also Konsole. Wäre eine Klasse, also Konsole wäre eine Klasse. Steht auch hier Class System.Konsole. Oder was nehmen wir denn? System.Activator ist eine Klasse. Oder Thread Static Attribute ist eine Klasse. Also es ist grundsätzlich alles eine Klasse. Gut, zum nächsten Punkt. Wie erstelle ich eine Klasse? Eine Klasse zu erstellen ist sehr einfach. Man geht einfach hier drüben auf die Projektmappe, macht einen Rechtsklick auf das Projekt, hinzufügen, Klasse. Dann können wir da auch schon eine Klasse hinzufügen, was eine Schnittstelle ist. Werden wir später noch erfahren. Ja, wir nennen unsere Klasse einfach mal Testklasse. Ja, was können wir jetzt mit einer Klasse eigentlich anfangen? Der Sinn hinter der objektorientierten Programmierung ist, dass man nicht alles immer wieder schreiben muss. Wenn man jetzt nur algorithmische Programmierung machen würde, würde man alles neu schreiben müssen, jedes Mal. Man müsste beispielsweise, um das einem Beispiel zu zeigen, man kann zum Beispiel mit math.sin oder math.sin einen Sinuswert ausrechnen. Wenn man diese Funktion nicht hätte, müsste man sie jedes Mal per Hand nachstellen, sozusagen. Oder wenn es zum Beispiel die Konsole.WriteLine-Klasse nicht gäbe, müsste man jedes Mal in den Output-Stream die verschiedenen Zeichen in Hexadezimaldarstellung reinschreiben. Das wäre alles ziemlich umständlich und deswegen gibt es auch diese Klassen, um einige Arbeitsprozesse zu vereinfachen. Ich werde euch in diesem Teil, also ich werde diesen Teil in zwei Videos unterteilen, nämlich jetzt erstmal diesen Teil und dann den nächsten, was ich glaube, ich werde das aber separat nummerieren, wo ich dann Methoden behandle. Also jetzt geht es erstmal nur um den Grundaufbau einer Klasse und was man damit eigentlich so anfangen kann. Ja, was kann man mit einer Klasse machen? Naja, grundsätzlich kann man damit alles tun, was wir mit unserer Programmklasse machen können. Übrigens nur so nebenbei bemerkt, diese Klasse wurde automatisch in dem Namespace Tutorial erstellt. Das bedeutet, es ist im selben Namespace wie das da und wir können jetzt mit Programm. Ja, es ist nichts statisch, aber wir könnten mit Programm. Irgendwas drauf zugreifen. Ja. Das kommt dann aber noch in einem der nächsten Teile mit den Zugriffsmodifizierern. Gut. Wir können in einer Klasse zum Beispiel Variablen deklarieren.
beziehungsweise auch zuweisen. Oder Methoden. Wir können grundsätzlich eine Erweiterung für unser Programm schreiben. Ja. Um auf diese Klasse dann zugreifen zu können, müssen wir etwas auf die Zugriffsmodifizierer ausgreifen. Wir müssen nämlich ein Public davor schreiben. Das bedeutet einfach nur, dass man auf diese Klasse von außen zugegriffen werden kann. Obwohl, Moment. Eigentlich muss man das, glaube ich, gar nicht. Ja, also wir könnten jetzt da. Das muss man public machen. Wir könnten jetzt da diese Testmethode ausführen. Also indem wir einfach so wie wir int i ist gleich 0 machen, machen wir Testklasse t ist gleich und dann kommt etwas anderes. Nämlich nicht 0, sondern das Schlüsselwort new. Und dann nochmal der Klassenname. Was das ist, das erkläre ich euch jetzt. Das ist nämlich ein Konstruktor. Es gibt in C-Sharp Konstruktoren und Dekonstruktoren. Einen Konstruktor definiert man ganz einfach, indem man schreibt public und den Klassennamen, Klammer auf, Klammer zu, beziehungsweise wenn man Parameter übergeben will, Parameter in die Klammer rein und dann einen Codeblock. Also wie eine Methode, nur ohne Rückgabetyp. Es ist schlecht, das mit einer Methode zu erklären, wenn ich die Methoden noch nicht erklärt habe. Aber ja, es ist ein Konstruktor. Der wird aufgerufen, wenn man dieses New Testklasse ausführt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich ein Testklasse-Objekt erstelle und das zuweise und eine neue Testklasse damit erstelle, dann wird dieser Konstruktor ausgeführt. Wir können das auch jetzt gleich ausprobieren. Klasse T wurde erstellt. Das bedeutet, im Konstruktor, ich mache da nur einen Kommentar, wird Konsole.writeline aufgerufen und es wird was in die Konsole geschrieben. Das C.test können wir dabei weglassen. Gut, das können wir auch weggeben. Wir initialisieren jetzt einfach eine neue Testklasse. Und wir sehen, die Ausgabe ist genau das. Ja, was wir dann mit, also wir können jetzt theoretisch auch diese t.test-Methode ausführen. Dann steht Testklasse wurde erstellt und Test dort. Ja, wie wir diese Methoden dann, beziehungsweise diese Konstruktoren im genaueren verwenden können, das werde ich im nächsten Teil erklären, wie schon gesagt, mit den Zugriffsmodifizierern bzw. Methoden bzw. keine Ahnung, was auch immer. Ja, bis dahin noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiedersehen.